Überraschung für alle Wasserratten in Burghausen. 100 Quadratmeter Wasserspaß am Burghauser Stadtplatz. Groß und klein lieben es. Kühlt die Stadt ab und alle, die gern gemeinsam mit Wasser spielen. Gratis für alle und noch bis zum 30. Juni. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen in Burghausen in dieser ungewöhnlichen Umgebung hier. Ich stehe mitten in der Wasseroase am Burghauser Stadtplatz. Hier heißt nämlich den ganzen Juni Wassermarsch, ein mobiler Spielbrunnen ist für alle Burghauserinnen und Burghauser und natürlich auch alle Gäste aufgebaut worden und steht bereit, um uns alle in die Sommerfrische mitzunehmen und abzukühlen. Was die Idee dahinter ist, das wird uns jetzt Altstadtkümmerer Tobias Hanig erklären. Ein mobiler Wasserspielbrunnen steht den ganzen Juni für die Bewohner, Besucher und Spaziergänger in der Burghauser Altstadt bereit. Für eine kleine Abkühlung zwischendurch, eine Büropause an der frischen Luft unter Palmen oder einfach nur den Spielenden beim Spaß haben zusehen. Dazu lädt der Wasserspielplatz auf dem Burghauser Stadtplatz ein. Tobias Hanig, Altstadtkümmerer Burghausen, erklärt die Hintergründe zu dieser Idee. Ja, richtig. Ich freue mich auch sehr. Das ist eigentlich das erste größere Projekt, das wir jetzt machen können. Weil viele gesagt haben, es wäre meine Idee. Es stimmt nicht ganz. Es ist eigentlich eine Idee oder eine der vielen Ideen, die in der Zukunftswerkstatt im Jahr 2022 erfasst wurden, gesammelt wurden. Es wurde sehr viel mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet. Und ich habe hier das Werkstattprotokoll. Das ist eigentlich meine Dienstanweisung für meinen Job hier. Da steht genau das drin. Ja, mehr Aufenthaltsqualität am Stadtplatz, sowas wie oben, dieses Wasserspiele hier unten, Sitzmöglichkeiten, konsumfreie Räume, was auch wichtig ist, dass man einfach sich hinsetzen kann, auch mal Getränk mitnehmen kann. Der Wasserspielplatz ist ein Versuch, auf die Wünsche nach Veränderung und anderer Nutzung des Burghauser Stadtplatzes einzugehen. Die Fläche wird im Sommer sehr heiß und ist oftmals leer. Der Wasserspielplatz, englisch Play Fountain, also Spielbrunnen, ist ein geradezu magnetischer Anziehungspunkt für die Kinder der Altstadt geworden. Nachmittags sieht man sie neuerdings in Badehose und mit Handtüchern in Richtung Stadtplatz ziehen. Oft mit Eltern oder Großeltern, die mit einer Kugel Eis in der Hand hinterhergehen. Und wer zufällig in der Stadt ist und kein Handtuch dabei hat, für den wird ebenfalls gesorgt. In den Burghauser Geschäften rund um den Stadtplatz, Modemeier, der Stadtbibliothek, der Burghauser Touristik und bei Intersport Bruckmeier sind extra große Funktionshandtücher zu erwerben. Passend im Burghauser Orange und verknüpft mit einem Gutschein für die Stadtbibliothek Burghausen. Beim Kauf eines Burghausen Funktionshandtuchs gibt es für die Kinder eine Mitgliedschaft der Stadtbibliothek gratis geschenkt. Bürgermeister Florian Schneider freut sich über die gelungene Aktion. Ja, also ich finde es auch, es ist ein großer Spaß, man sieht es ja. Das Wasser zieht einfach Leute an. Und nicht nur Kinder, sondern wirklich alte Leute, junge Leute. Die einen laufen durch mit Badehose und sonstigen. Der Rest schaut zu. Also es ist ein gutes Miteinander und ich hoffe, es ist ein großer Spaß. Ja, der Spaß, das ist ganz oft der Punkt, den wir auch immer so hinten dran lassen. Deswegen an einem zentralen Platz mitten in der Stadt auch einfach mal was Lustiges herbringen, das hat es ja ganz, ganz selten. Jetzt ist aber nicht nur das Lustige und der Spaß im Vordergrund, sondern auch natürlich der Effekt auf die ganze Umgebung. Und da hat man natürlich die Gastronomie und die Geschäfte am Stadtplatz. Genau, also man kann hierher kommen, kann sich's einfach anschauen, kann einfach Spaß haben, durchlaufen, machen, was man will und muss nichts kaufen. Aber natürlich, man wird dann schon, wenn man die Schaufenster anschaut, wenn man die Cafés am Stadtplatz sieht, die Biergärten. Vielleicht ergibt sich doch das ein oder andere. Und dann ist natürlich schön, wenn die Geschäfte auch was davon haben. Wir wollen sie im guten Miteinander haben. Darum auch Dank an die Anwohner. Es rührt sich jetzt was. Und natürlich, ja, es plätschert halt. Also man hört es. Darum auch danke allen fürs Verständnis dafür, dass wir das jetzt einfach da mal im Juni ausprobieren können in der Altstadt. Wie kann man es verbinden? Wohnen, Geschäfte, Gastronomie, Spaß. Wichtig zu wissen. Das Wasser wird beständig gereinigt und überwacht. Die knapp 25.000 Liter Wasser sind im Recyclingkreislauf und werden mit Wasserstoffperoxid sauber gehalten. Also keine roten Chloraugen nach dem Spielen. Mit fast 100 Quadratmetern ist der Wasserspielbrunnen auf dem Stadtplatz ein europaweites Highlight. Die ursprünglich niederländische Idee wurde erst 8-mal in Europa umgesetzt. Und nach dem Juni-Stopp in Burghausen wird sie weiterziehen. Die nächsten Städte sind Augsburg, Regensburg sowie Wuppertal und Hameln. Unser Tipp? Kommen Sie in den Abendstunden.
In der Dämmerung wirkt das Zusammenspiel zwischen der Musik und der Wasserchoreografie noch bezaubernder. Gemeinsam entspannen an der Wasserspieloase am Stadtplatz Burghausen noch bis 30. Juni. Überraschung für alle Wasserratten in Burghausen. 100 Quadratmeter Wasserspaß am Burghauser Stadtplatz. Groß und klein lieben es. Kühlt die Stadt ab und alle, die gern gemeinsam mit Wasser spielen. Gratis für alle und noch bis zum 30. Juni.